So generally speaking, we see from a digitization standpoint, I think that opportunity. Allgemein gesagt sehen wir, dass sich die Digitalisierungswelle über die gesamte Welt ausbreitet. Es gibt so viele Geräte, die Daten sammeln, so viele neue werden entwickelt und das in Bezug auf Personen oder um die Arbeitsweise von Maschinen zu erfassen, das sogenannte Internet der Dinge. Und Hadoop ist die Antwort auf die Frage, wie diese ganze Datenflut verarbeitet werden kann. Das sind ja auch neue Datentypen, die weder ökonomisch noch technologisch in die traditionellen Datenverarbeitungssysteme passen, die von den Unternehmen derzeit genutzt werden. Also suchen viele nach Alternativen, um auch die neuen Möglichkeiten auszuschöpfen. Und Hadoop bietet ihnen die Lösung. Schauen wir auf Deutschland. Da sind die Firmen trotzdem zurückhaltend. Die Wirtschaft basiert auf kleinen und mittelständischen Unternehmen, die den Verlust von Daten und Sicherheitslücken sowie ähnliche Sachen befürchten. Welche Argumente haben Sie, um diese Firmen zu überzeugen? Unternehmen, die sich mit Hadoop befassen, sollten erkennen, dass dies eine marktreife Technologie ist. Über Jahre haben wir an der Governance, der Sicherheit und den operativen Funktionen gearbeitet, sodass sie Hadoop sicher im Geschäft nutzen können. Und wir arbeiten mit großen Firmen auch aus Deutschland, wie SAP zum Beispiel, zusammen, um Hadoop auch in existierende Technologie zu integrieren, aber auch um die Plattform auszubauen, damit sie den Anforderungen kleiner wie großer Unternehmen genügt. Was sind Ihre Ziele für Europa? Wir wollen kontinuierliches Wachstum erreichen und wir sind begeistert von den Hadoop-Zuwachsraten, die wir bereits in Europa gesehen haben. Ich denke, wir werden hier weiter wachsen und expandieren. Wir sind bereits in Großbritannien, Frankreich und Deutschland stark vertreten, auch in Skandinavien. Daher werden wir auch weiter investieren, um die Bedürfnisse der Kunden hier zu bedienen. Welches sind für Sie die wichtigsten Märkte in Europa? Ganz sicher die Finanzdienstleister als besonders großer Markt. Diese Branche war eine der ersten in den USA, die auf Hadoop gesetzt hat. Und das Gleiche sehen wir jetzt zum Beispiel von ING oder der BAWAG aus Österreich. Die verarbeitende Industrie ist ein weiterer Bereich, wo die Hadoop-Nutzung in den USA nahezu explodiert ist. Das wird auch in Europa so sein. Wir veröffentlichen immer wieder Fallstudien zur Nutzung, die zeigen, welchen Mehrwert Hadoop bieten kann. Haben Sie denn Zahlen zur Verbreitung von Hadoop in Europa? Wie ist der Stand und was streben Sie in den nächsten 12 Monaten an? Aus Sicht von Hortonworks sind es 15% unserer Belegschaft, unserer Umsätze und Kunden, die aus Europa kommen. Das wollen wir natürlich ausbauen und da kommen uns die wachsenden Wünsche, die unterschiedlichsten Daten zu nutzen, entgegen. Hadoop bietet eben die beste Plattform, solche Daten zu erfassen und zu analysieren. Wie ist denn das Feedback europäischer Unternehmen? Die Unternehmen sind begeistert. Vergangenes Jahr präsentierte HSBC für uns auf der Europakonferenz. Finanzdienstleister sind also ganz vorn. Wie Sie sagten, sind Unternehmen allgemein noch etwas zurückhaltender mit der Einführung von Hadoop, aber wenn sie die Vorzüge verstanden haben, dann stürzen sie sich hinein und starten eigene Projekte. Und was wir den Kunden immer empfehlen, um mit Hadoop erfolgreich zu sein, ist, klein anzufangen, kleine Bereiche und kleine Datenmengen zu nutzen. Sie sollen erst eine kleine Problemlösung angehen, nur einen Datentyp auswählen, den sie nutzen wollen und damit erst einmal erfolgreich sein. Und was wir dann sehen, ist ein ziemlich schnelles Wachstum in der Nutzung der Daten und der Zahl der genutzten Cluster. In der Folge werden mehr Daten erfasst bzw. neue Anwendungen gestartet. Weil Sie das Verständnis ansprachen, würden Sie sagen, Unternehmen, die noch immer zurückhaltend sind, werden auch künftig noch Erfolg haben? Ich denke, um im Wettbewerb mit Firmen zu bestehen, die Hadoop einführen, müssen die Unternehmen eine ähnliche Technologie integrieren. Denn was wir sehen ist, dass die Firmen mit Hadoop stetig Wettbewerbsvorteile generieren. Also die Early Movers und die Führenden im Technologiewandel können ihre Kunden besser ansprechen, sind proaktiv und können ihre Prozesse und andere Systeme vorausschauender einstellen, indem sie den jeweiligen Kundenstatus erfassen und auswerten. Unternehmen, die das nicht machen, fallen hinter die anderen zurück. Wann also wird Hadoop Standard in der Industrie sein? In some ways it's the de facto platform for adopting big data.
Auf eine gewisse Weise ist Hadoop schon jetzt die Standardplattform für Big Data. Auch Forrester Research geht davon aus, dass jede Firma demnächst Hadoop in irgendeiner Ausprägung nutzen wird. Und um es ganz klar zu sagen, wir sehen Hadoop immer als ergänzende Komponente bestehender Systeme. Die Plattform wird diese nicht vollständig ersetzen. Es wird keine Data Warehouses ersetzen oder die Analyse-Tools und operativen Systeme. Sie sitzt zur Vervollständigung daneben und schafft Mehrwert. Aber the sky is the limit, um es mal so zu sagen, wie viele Unternehmen davon profitieren können. Wir müssen einfach die Vorteile von Hadoop herausstellen und die Erfolge aufzeigen, die Unternehmen damit bereits haben. How many companies can take advantage of it? We just need to continue to show the advantage and show the success that companies are having.